Musikurgeschichte 13 beschäftigt sich mit den Chordophonen. Sie haben gesehen, ein Stück, was mir eigentlich hier in dieser Reproduktion von Nina Hagen und Apokalyptica viel besser gefällt, ist das Original von Rammstein. Es geht um diese Celli, nicht? Streichinstrumente sind Saiteninstrumente, Gitarre, E-Gitarre, alles sind klingende Saiten. Es ist gleichzeitig die letzte Sitzung, insofern wird es heute noch ein bisschen weitergehen. Ich werde zunächst ausgehen von den einfachen Chordophonen, Musikbogen, dann kommen die Harfen, Zittern und Leiern, beispielhaft Lauten, werde ich nicht behandeln, da gibt es eine ganze Menge. Dann kommt eine Zäsur und am Ende gibt es noch ein paar Aspekte, die mir sehr wichtig erschienen, die wir noch thematisieren müssen hier im Rahmen einer Musikvorlesung. Und zwar sind das die Frage der Aufzeichnung von Musik, seit wann gibt es Noten? Wie kann man Musik in anderer Form aufzeichnen? Und schließlich sollten wir uns ein bisschen beschäftigen, vielleicht mit Klangräumen. Ja, wo wurde musiziert? Welches akustische Potenzial haben Räume überhaupt in prähistorischer Zeit? Was können wir da erwarten? Nicht? Heutzutage sind wir Konzertsäle gewöhnt. Was gibt es da im Altertum? Und schließlich abschließend ein paar Worte zur Aufführungspraxis. Legen wir los. In der letzten Sitzung hatte ich Ihnen eingeführt die Blechblasinstrumente. Naturgemäß können wir davon erst reden, wenn wir Metalle haben. Das passiert irgendwann im Laufe des 5. Jahrtausends. Richtige Instrumente aus
Bronze haben wir allerdings erst Ende der Bronzezeit, so etwa ab der Periode der nordischen Bronzezeit 3 nach Montelius, begingen einfache Hörner, die wahrscheinlich Nachformungen sind von Tierhörnern. In Periode 4 dann etwas hybrider ausgeformte sogenannte Luren, die dann in der Periode 5 ihre volle Ausprägung erfahren. Wir kennen diese Instrumente über Funde, sie sind paarig deponiert worden in Mooren, aber es gibt auch bildliche Darstellungen, die uns zeigen, dass hier im Ensemble musiziert wurde, also nicht immer nur einzeln, sondern mehrere Luren, mindestens immer zwei zusammen, wurden wahrscheinlich gespielt. Was man damit musizieren kann, ist relativ überschaubar. Ein einfacher Horngang ist damit möglich. Auf der anderen Seite der Nordsee in Großbritannien, Irland, Schottland gibt es eine andere Gruppe von Blechblasinstrumenten hier im Hort von Dowris in Irland aus der Zeit so des Mitte des ersten Jahrtausends vor Christus. Das Bemerkenswerte ist, dass wir es dort mit zwei Arten von Hörnern zu tun haben. Einmal entgeblasen, wie wir hier sehen an diesem Beispiel, und einmal quergeblasen über so ein großes Loch hier in der Seite dieses Horns. Das Ganze ist ja im Ensemble gefunden worden mit so verschiedenen Rasseln. Und ich hatte darauf hingewiesen, dass wir hier wahrscheinlich so ein Heer fassen, eine Kriegerausstattung. Und diese Musikinstrumente gehören dazu. Parallel dazu gibt es Funde aus Holz, sehr, sehr selten. Aber diese Killifadi 4 werden hier mal ein Beispiel. Und tatsächlich, wenn man das dann zusammensteckt in seiner Summe, kann man daraus quasi so eine Lure basteln. Also im Prinzip zu beiden Seiten der Nordsee können wir hier erwarten, dass hier am Ende der Bronzezeit, Beginn der Eisenzeit, solche Blechblasinstrumente, die mit Lippenspannung gespielt wurden, zu erwarten sind. In den Ländern der klassischen Antike, Griechenland, Rom, Ähnliches, sowohl in bildlichen Darstellungen hier von der Trajanssäule, da sind es namentlich zwei Instrumente, die hier auch genannt werden. Das eine wäre die Tuba, also unsere Trompete, und das andere, wenn es gebogen ist, heißt es dann Cornu, also einfach Horn. Wir sehen hier Funde aus Frankreich von solchen Instrumenten, die auch zeigen, dass sie so aus Stücken, aus einzelnen Segmenten zusammengesetzt wurden. Ein besonderer Fall, den wir sowohl von bildlichen Darstellungen kennen, auch zum Teil von der Trajanssäule bei Darstellungen von Dakern, dann aber auch Instrumentenfunde aus dem Barbarikum selbst. Hier in Form von solchen Waffendepots, da immer wieder finden sich diese Instrumente und dann vor allen Dingen hier eine wunderbare bildliche Darstellung am Kessel von Gundestrup, der ja auf Jütland gefunden wurde, aber ich sagte es Ihnen wahrscheinlich, irgendwie Bildthemen aufgreift oder vielleicht möglicherweise sogar stammt aus dem Balkanraum, vielleicht so der Balkan-Karpatenraum, Rumänien, Bulgarien. Wir sehen hier Krieger und dann Bläser, die diese Instrumente spielen. Es handelt sich um die Karnyx, die ja später dann auch den Kelten zugeschrieben wird. Wir sehen hier mal so ein Instrument in Nachbildung. Und das Besondere ist, dass es sich zwar um eine Trompete handelt, die aber gleichzeitig hier in diesem Tierkopf, Eber oder Pferd ist da möglich, so einen Klappermechanismus aufweist, der dazu beiträgt, dass dieser Ton verzerrt wird. Und das wäre ein neuer Aspekt hier von musikalischer Aufführungspraxis, denn diese Instrumente dienten offenbar dazu nicht, dass man da irgendwie schöne Musikbegleitungen macht, irgendwie Liebeslyrik begleitet, sondern akustische Kriegsführung ist hier das Stichwort. Ja? Also mit Lärm in die Schlacht zieht und den Gegner dadurch in Angst und Schrecken zu versetzen versucht. Ähnlich zu betrachten sind wahrscheinlich diese Trompeten, die hier aus dem antiken Persien stammen, dem heutigen Iran. Von verschiedenen Fundplätzen kennt ihr die sogenannten Oxus-Trompeten. Die nun wiederum sind auch klassische Blasinstrumente, die durch Lippenspannung gespielt werden. Die Besonderheit im Vergleich zu einem Kesselmundstück ist, dass es hier sehr eng ist und dadurch ein sehr, sehr scharfer Ton produziert werden kann. Und ein weiteres Merkmal von einigen dieser Oxus-Trompeten ist, dass sie so eine Verdickung in der Mitte aufweisen, die teilweise ornamental verziert ist und in einigen Fällen hier auch solche menschlichen Köpfe aufweist. Das Besondere ist auch weiterhin das Material, denn viele dieser Stücke sind aus Silber gefertigt worden, was uns ein bisschen darauf verweist, dass hier vielleicht der rituelle Gebrauch doch im Vordergrund stand. Denn Silber war auch damals ein sicherlich sehr wertvolles Material, weil es zum einen schwer zu gewinnen ist, weil es nicht sehr häufig vorkommt in der Erdkruste und dann vor allen Dingen auch der Herstellungsprozess nicht, sieht ja erstmal so ein bisschen unspektakulär schwarz aus. Es muss irgendwie geläutert werden, gereinigt, um daraus dann diesen silbrigen Glanz zu erzielen und dann diese Instrumente daraus herzustellen. Ja, und abschließend hatte ich noch mal einen Rekurs gebracht
zu den Kernspaltflöten, denn genau, wenn wir mehrere Kernspaltflöten in Reihe schalten, durch einen Blasemechanismus anblasen, haben wir Orgeln. Und ein besonderer Fall der antiken Orgel ist die Hydraulis, wo die Regelmäßigkeit des Luftstromes dadurch gewährleistet wird, dass man hier einströmendes Wasser nutzt, um eine regelmäßige Windführung hier in dem Instrument zu erzielen. So viel zur Wiederholung. Im Vordergrund der ersten Hälfte der heutigen Vorlesung stehen, wie gesagt, die Chordophone, also alles, was mit Saiten klingt. In der Systematik von Hornbostel und Sachs wäre das die Gruppe Nummer 3. Wir haben es zunächst mal zu tun hier mit einfachen Chordophonen oder Zithern. Dann gibt es zusammengesetzte Chordophone, die Gruppe 32. Und da werden dann noch unterschieden die Lauten und die Harfen. Ich werde auf die Unterschiede zu sprechen kommen. Wir sehen hier mal so Musikinstrumente aus dem ausgehenden Mittelalter, teilweise Antike, bis dann in die Neuzeit und dann auch quer über den eurasischen Kontinent verteilt. Hier mal so antike Beispiele, Lyren, dann Harfen, hier mal eine Laute und dann hier so zitterartige Instrumente. Und dann im einfachsten Falle wäre das der Musikbogen. Also wenn wir einen Bogen haben, da die Saite gespannt haben, die Sehne, kann man den auch benutzen als Musikinstrument, nicht nur zum Abschießen von Pfeilen. Das Prinzip ist jeweils gleich. Wir können die Saiten jeweils anzupfen. Wir können sie mit einem Gegenstand anschlagen oder wir können sie auch mit einem Bogen, mit Pferdehaar beispielsweise, anstreichen. Weiterhin ist möglich, dass wir beim Zupfen ein Plektrum benutzen oder, wie im Falle von Cembalo, denn das Cembalo ist sozusagen von der Physik seiner Klangerzeugung her auch ein gezupftes Chordophon. Da hätten wir so einen kleinen, so eine kleine Zunge, die die Saite anreißt. Das wäre im Prinzip auch dieser Bereich der gezupften Instrumente. Und wenn wir in die geschlagenen Chordophone hineinschauen, hier Klavichord, nicht, da wäre das so ein Hämmerchen von unten. Oder beim heutigen Klavier ist das auch so ein gepolsterter Hammer, der da die Saite anschlägt. Klar, Tasteninstrumente heutzutage in der Systematik, aber von der physikalischen Art der Klangerzeugung wäre auch ein Klavier im Prinzip ein Chordophon. Zunächst mal ein paar Worte zu den allereinfachsten Chordophonen, die wir kennen. Auch die sind mehr oder weniger weltweit verbreitet. Bei allen Völkern gibt es da im Prinzip Belege dafür. Wir müssen halt gucken, wann Pfeil und Bogen hier auftauchen und irgendwann werden wir auch diese Musikbögen finden. Es gibt Beispiele aus Asien, teilweise auch aus Australien, auf jeden Fall aus beiden Amerikas. Sehr gut erforscht sind hier aber vor allen Dingen die Musikbögen Afrikas. In allen Kulturen, die Pfeil und Bogen als Waffe benutzen, besteht nämlich prinzipiell auch die potenzielle Möglichkeit, den gespannten Bogen als Musikinstrument zu verwenden. Und das sehen wir dann hier im Falle mal. Wir haben so einen Bogen und das sind zwei verschiedene Arten, die wir jetzt hier sehen. Das eine Beispiel hier aus Simbabwe ist so einer, der hat hier noch eine Verschnürung. Da gibt es eine Monographie hier von Brenner, die sich sehr intensiv damit beschäftigt hat. Und da sehen wir nun hier diese Verschnürung der Bogensehne am Bogen selbst, trägt dazu bei, dass wir im Prinzip zwei unterschiedliche Saiten haben. Und das ist ganz interessant zu musizieren, weil wir dadurch zwei Töne erzeugen können im Prinzip. Ja? Also wir sehen jetzt hier diesen Spieler, der zupft jetzt diese ganzen Geschichten hier mit den Fingern. Und eine Sache ist noch interessant, er beißt nun in den eigentlichen Bogen rein. Warum macht er das? Sie können sich vorstellen, dieses Geräusch einer zurückschnellenden Bogensehne ist nicht sehr laut. Also wir brauchen einen Resonanzkörper, der das Ganze verstärkt. Und im Falle nutzt er hier im Prinzip seinen Schädel, um den Klang zu erzeugen. Nicht? Das funktioniert also wie eine Maultrommel. Er muss dann reinbeißen und dadurch überträgt sich dann der Schall auf den Kopf und dadurch entsteht dann im Prinzip eine Verstärkung des Klanges. Ähnlich sehen wir das hier an diesem anderen Beispiel. Hier haben wir jetzt einen einfachen Musikbogen, der sozusagen nicht verschnürt ist. Und auch hier beißt dieser Musiker in den Bogen hinein. Aber interessanterweise beißt er nun nicht in den Bogen, sondern in die Sehne. Auch das ist möglich. Und wir sehen noch etwas weiteres hier an diesem Beispiel. Wir sehen hier, dass er hier diesen Daumen an die Sehne hält. Und das ist ganz wichtig. Dadurch kann er nämlich Spannung auf die Saite bringen und auch die Tonhöhe im Prinzip variieren. Und was wir noch sehen, während dieser Mann hier den Bogen zupft mit den Fingern, hat der nun ein
Stöckchen in der Hand, mit dem er dann auf den Bogen schlagen kann. Das wäre dann im Prinzip ein geschlagener Musikbogen. Das ist nun deswegen auch interessant, weil er mit diesem Bogen, also im Prinzip, wenn wir den Bogen als Waffe benutzen, haben wir den Pfeil, ja, und wir können einfach auch den Pfeil nehmen und dann haben wir schon ein Musikinstrument. Im Prinzip beide Elemente dann für den Musikbogen sind bei Pfeil und Bogen im Prinzip schon vorhanden. Und was wir jetzt hier sehen, er schlägt nicht auf die Bogensehne, sondern auf den Bogen selbst nicht. Das wäre hier im Falle dann ein kombiniertes Idiophon mit einem Chordophon. Es gibt hier ein Klangbeispiel, hören wir da kurz rein. Das ist nun ein geschlagener Musikbogen, Sie hören das. Und da klingt es so ein bisschen blechern. Da dient als Verstärkung des Klanges tatsächlich ein Körper, der da befestigt wurde. Und zwar ist es eine Kalebasse, die an den Bogen montiert wurde. Also so ein leerer Flaschenkürbis, den man hier nun nutzen kann, um da den Klang zu verstärken. Ja, interessant ist jetzt, dass wir auch bildliche Darstellungen haben, zwar nicht aus Europa, aber immerhin aus Afrika. Das ist hier der Brandberg Doureb in Namibia. Es ist natürlich naturgemäß sehr, sehr schwierig, Felsbilder überhaupt zu datieren. Hier hat man wahrscheinlich aufgrund von Thermolumineszenzdatierung, aber vielleicht auch Holzkohle, die hier verwendet wurde zum Zeichnen dieser Bilder genutzt, um sie zu datieren. Und wir sehen jetzt hier eine Datierung 3500 bis 2000. Aber bitte beachten Sie das nicht vor Christus, sondern vor heute. Also im Prinzip ist es der Zeitraum 1500 vor Christus dann bis in das Jahr 0, was hier angegeben ist. Und das ist jetzt sehr, sehr spannend. Wir haben eine Vielzahl hier von Darstellungen von solchen Personen, die Bögen halten. In einigen Fällen sehen wir hier diese Verschnürung, die wir von diesen namibischen Bögen auch heutzutage noch kennen. Was schon ein Hinweis darauf ist, dass es sich offenbar nicht um Jagdwaffen handelt, sondern möglicherweise schon um Musikinstrumente. Denn wozu sollte man die Sehne ansonsten anbinden, wenn man nicht diese zwei Töne erzeugen wollte? Dann gibt es natürlich eine große Gruppe von indifferenten Darstellungen, wo nicht so ganz klar ist, werden die Bögen jetzt zur Jagd verwandt oder zum Musizieren. Das sehen Sie hier in der Mitte. Und dann aber deutliche Zeichen dafür, dass der Bogen als Waffe verwendet wurde. Hier sogar ein ganz interessanter Vogelpfeil, der nicht spitz ist, sondern so eine Spalte aufweist. Das könnte sich so um speziellen Pfeil handeln, der hier so eine Spitze aufweist, die dazu dient, dass man damit Vögel abschießt, deren Fell man nicht verletzen möchte, um die Federn zu gewinnen. Das wäre so eine Darstellung. Und dann auf der anderen Seite hier ganz eindeutig eine Haltung, wo wir sehen, diese gespaltene also oder getrennte Bogensehne hier einmal und dann hält diese Person hier nun den Pfeil oder ein Stöckchen, um hier drauf Musik zu machen. Also ein ganz interessanter Fall hier auch von bildlichen Darstellungen, wo wir beides haben, der Bogen einmal als Jagdwaffe und einmal deutlich auch in der Verwendung als Musikbogen. Man könnte sich jetzt Gedanken machen in Europa, wann das losgeht mit den Musikbögen, ab wann wir theoretisch mit Chordophonen rechnen können. Da erlauben Sie mir hier einen kleinen Exkurs, die Kulturgeschichte der Geschosse, und zwar derjenigen Geschosse, die man mit einem Bogen theoretisch abschießen kann. Das geht hier sicherlich los am Ende der letzten Eiszeit. Hier die Hamburger oder Ahrensburger Kultur in einem Bereich 10.700 bis 9.600 vor Christus, wo wir hier deutliche Spitzen haben aus Feuerstein, die auch so gestielt sind, um dazu zu dienen, dass man sie in einen Bogen einspannen kann, durch Verschnürung entsprechend hier befestigen kann. Es gibt dann auch bildliche Darstellungen, relativ spät dann erst im Laufe des Neolithikums, da noch nicht mal sehr früh, sondern hier im Laufe des jungen Neolithikums, die Salzmünder Kultur, 3500 bis 3100 vor Christus, hier solche Strichtierchen, ist nicht ganz klar, was es ist. Ist es nun Rehwild oder irgendwelche Füchse? Dann hier eine Person, zwei Beinchen angedeutet, hier Hände mit so ganz einfach angedeuteten Fingern und dann doch relativ deutlich erkennbar hier ein Bogen mit einem Geschoss. Und diese Person zielt offenbar auf diese zwei Tiere, die vor ihm oder ihr laufen. Etwas differenzierter werden dann die Darstellungen hier in der im ausgehenden Neolithikum, im Endneolithikum. Wir sehen hier ein Steinkistengrab von Gölitsch in Sachsen-Anhalt.
Das ist eine sehr bekannte Darstellung, die auch gerne reproduziert wird, weil sie mal zeigt, dass diese spätesten Megalithanlagen hier auch gerne mal so mit Zeichnungen verziert waren. Im Falle hat sich das hier als Ritzung erhalten. Vieles davon ist ornamental, also wir wissen gar nicht, was das bedeutet. Das könnte so eine Art Textil sein, die das andeutet, oder eine einfache Art Landschaft zu markieren. Aber einige schlaue Köpfe interpretieren nun diesen Gegenstand hier und vor allem diesen horizontal liegenden hier als Bogen, und zwar nicht als einen einfachen Bogen, sondern schauen sich das an, der ist so durchgebogen einmal. Ja, die Sehne geht quasi einmal über die Hauptbiegung des Bogens rüber und trennt dann nochmal zwei untere Segmente ab. Und das wäre dann eine frühe Form eines sogenannten Reflexbogens. Der Reflexbogen nutzt das physikalische Prinzip des Bogens auf dreifache Weise und verstärkt dadurch die Zugwirkung, indem wir nämlich einmal diese Wölbung hier haben, des eigentlichen Bogens, und dann noch so diese Gegenwölbungen, sodass wir dann im Prinzip weiter ausholen können und der Pfeil, der dadurch abgeschossen wird, eine größere Durchschlagskraft erhält. In Analogie zur Deutung dieser Darstellung als Reflexbogen wäre das dann der Köcher, in dem man dann hier so eine Art Röntgenstil die Pfeile erkennt. Also so viel mal zur Darstellung hier, und die nächsten Darstellungen hier tatsächlich in der Felskunst, wo wir Bogenschützen vor Augen haben, da aber in der Regel Jäger, wären dann hier diese in der Levante-Kunst, und zwar Levante nicht am östlichen Ende des Mittelmeeres, sondern am westlichen Ende in Spanien, die nun hier auch sehr, sehr grob nur datiert sind auf die Zeit von 5000 bis 2800 vor Christus. Ich zeige Ihnen das nur deswegen, weil ich davon ausgehe, dass es sich hier um Musikbögen handelt. Die Darstellungen lassen diese Interpretation überhaupt nicht zu. Aber die bloße Existenz von Pfeil und Bogen eröffnet uns die Möglichkeit, dass der Bogen hier auch als Musikinstrument hätte genutzt werden können. Und damit hätten wir Chordophone hier in der europäischen Vorgeschichte. Ja, und wenn wir noch weiter zurückgehen, wird es deutlich unsicherer, aber forschungshistorisch immer wieder als Musikinstrument interpretiert wurde hier ein Gegenstand, der in dieser Ritzzeichnung auftaucht. Das ist der berühmte tanzende Dämon aus der Trois-Frères-Höhle in den Pyrenäen. Diese Darstellung ist ja deswegen so bekannt geworden, weil Abi Henri Breuil hat die schon sehr, sehr früh veröffentlicht. Sie wird so datiert ans Ende des Altpaläolithikums oder des Paläolithikums ins Magdalénien. Was wir sehen nun, sind hier verschiedene Tiere und dazwischen eine Gestalt, die man so grob als menschliche Figur deuten kann. Aber interessanterweise trägt die nun Hörner und so eine Art Tierfratze. Wahrscheinlich so eine kombinierte Darstellung, so ein Mensch-Tier, haben wir ja häufiger im Paläolithikum. Und interessant ist nun dieser Gegenstand, den diese Gestalt hier vor der Nase trägt. Und Sie sehen es jetzt hier schon, es könnte sich natürlich um eine Flöte handeln. Da ist nur die Frage, warum ist die so an der Nase dran? Dann sehen wir auch, die Darstellung ist hier so ein bisschen gebogen. Ja, auf der einen Seite unten ist es flach. Musikbogen wäre auch möglich, dass sozusagen die Tierschnauze dann dazu dient, um den Klang zu verstärken. Und noch spannender ist im Prinzip die Nasenflöte, die da auch nochmal steht. Ja, Nasenflöte, da bin ich jetzt gar nicht weiter drauf eingegangen. Wir verstehen heutzutage unter einer Nasenflöte einen Gegenstand, der so in den Mund genommen wird und wo man dann so durch Ansaugen dann so pfeifende Geräusche erzeugen kann. Wird auch teilweise so verwendet in der modernen Musik. Es gibt diverse Beispiele so aus der Rock- und Popmusik, wo diese Nasenflöten verwendet werden. Es gibt auch ein Kreuzberger Nasenflötenorchester, die genau auf diesen Musikinstrumenten musizieren. Das meint es hier aber nicht, sondern hier geht es tatsächlich um eine Kernspaltflöte, die zur Nase geführt wird. Es gibt da ein ethnografisches Beispiel aus Vietnam, also Südostasien, wo man sieht, dass da die Person oder der Musiker sich die eine Nase zumacht, also man muss dann so eine Art Pfropfen in das eine Nasenloch machen und spielt dann mit der Nase so quer eine Kernspaltflöte. Ja, jetzt müssen wir uns fragen, warum spielt man eine Flöte mit der Nase und nicht mit dem Mund? Und die Erklärung kann nur über diese ethnografischen Beispiele erfolgen, weil wir haben ja keine schriftliche Überlieferung. Und die Erklärung in Vietnam ist die, dass diese Flöten nur im sakralen Zusammenhang gespielt werden. Und deswegen müssen sie mit der Nase geblasen werden, weil der Atem, der aus dem Mund kommt, nicht die Öffnung des Mundes, dient ja auch dazu,
um Nahrung aufzunehmen, um zu sprechen. Und wir brauchen eine Entäußerung mit Luft aus einer anderen Öffnung des Kopfes, die geheiligter ist oder gereinigter. Und nicht deswegen sind diese Nasenflöten wichtig, weil mit denen ist es dann möglich, über die Nase dann die anzuspielen und nicht durch den verschmutzten Mund. Nicht? Das ist so diese Maßgabe, warum diese Flöten dann mit der Nase gespielt werden. Auch das ist hier diskutiert worden. Nicht. Ich zeige es Ihnen jetzt hier aber bei den Musikbögen, weil doch diese charakteristische Wölbung hier ganz interessant ist und weil wir im Prinzip im Paläolithikum solche Instrumente schon erwarten können. Schauen wir hier nochmal kurz rein in die Sachkultur. Es gibt einen einzigen Befund, der hier ein bisschen mehr in die Diskussion genommen werden kann, aus der Pfahlbausiedlung Molina di Ledro in Norditalien. Es handelt sich zwar um eine Altgrabung, die ist aber gut dokumentiert. Und wir sehen es jetzt hier, der archäologische Kontext datiert in das Ende des dritten bis zur ersten Hälfte des zweiten Jahrtausends. Und es gibt nun einige Bögenfunde dort aus der Molina di Ledro. Insgesamt 7 sind es und 2 davon sind nun zu klein für Jagdbögen. Und wir sehen jetzt dieses eine Stück hier, das kleine, ist ja auch sehr schön zugerichtet, dass man hier die Bogensehne aufspannen kann. Und für dieses Objekt hier, für einen von diesen 2 Bögen, wird eben diskutiert, ob sie wegen ihrer Kleinheit nicht Musikbögen gewesen sein können. Und wenn wir noch weiter zurückgehen, hier im Eiszeitkatalog gibt es dieses eine gebogene Geweihband, wahrscheinlich von einem Rentier. Und das Ganze ist auch wiederum sehr, sehr klein, nur 13 cm lang, aus dem Geißenklösterle Orinacien, nicht in unmittelbarer Nähe zu den Flötenfunden gemacht worden. Und interessant ist jetzt, dass dieses Stück auch hier diese charakteristischen Kerben aufweist entlang des Bogens. Und das ist nun spannend, weil auch auf den Flöten haben wir diese Kerben da. Wir wissen nicht genau, wozu die gedient haben. Es könnten so Mensuren sein, nicht, dass, damit man weiß, wo man die Löcher setzen kann. In diesem Falle würde ich aber denken, wenn es ein Musikbogen gewesen wäre, also hier wäre dann die Bogensehne gespannt, könnte man diesen Gegenstand dann kombiniert spielen, indem wir auf die Sehne schlagen, also quasi ihn als Chordophon benutzen oder mit dem Stöckchen dann hier lang schrapen und dann das Ganze als Schraper nutzen, also quasi so ein kombiniertes paläolithisches Musikinstrument. Bewiesen ist das alles natürlich nicht. Il a
Drei Pauls aus Uganda singen von den World Problems. Ich kenne die Sprache nicht, kann ich nicht sagen, aber die haben offenbar viel Spaß dabei. Und natürlich unter der prallen Sonne muss der eine auch cool wie die Blues Brothers hier eine Sonnenbrille tragen. Ausgewählt habe ich dieses Video deswegen, weil wir dann sehen können, dass wir, wenn wir einen Musikbogen mit mehreren Seiten bespannen, wir auch dann sofort diese komplexeren Chordophone haben. Was wir gesehen haben, sind diese typischen ugandischen Harfen. Und zwar haben die tatsächlich auch einen Klangkörper unten dran, also einen Körper, der zur Verstärkung des akustischen Signals dient. Und das ist eben das Charakteristische von den Harfen, dass die Saiten im Prinzip im rechten Winkel abgehen zu dem Schallkörper. Ja? Also wir haben einen Musikbogen, der unten einen Resonanzkasten hat und an diesem Musikbogen sind mehrere Saiten gespannt, die an dem Resonanzkörper anhaften. Das ist das Prinzip der Harfe. Es gibt sehr, sehr alte bildliche Darstellungen von Harfen. Wir kommen da hier rein in die altorientalischen Hochkulturen. Sie sehen das hier altbabylonisch, erste Hälfte des 2. Jahrtausends vor Christus. Da sehen wir nun eine Person, die nun hier ganz interessant eine Harfe hält. Und zwar so, dass der Resonanzkasten, anders als bei diesem ugandischen Video jetzt zu sehen, vors Gesicht hält, also im Prinzip genau andersrum. Und dann so ein bisschen, naja, das ist dann kompliziert, nicht, man sieht nicht, wo man da zupft. Aber dann hier die Harfe spielt. Und es gibt auch eine Darstellung eines Handwerkers, wohl aus Uruk Varka. Auch die sei altbabylonisch, erste Hälfte des 2. Jahrtausends vor Christus, wird aufbewahrt in Paris, wohl im Louvre. Und da sehen wir nun hier einen Handwerker, der hier so einen Bogen zurichtet. Und das ist möglicherweise die Darstellung von einem Instrumentenbauer. Mehr noch, es gibt auch in den Keilschrifttexten dann eine Nachrichten, also nicht nur über diese Instrumenten, sondern es gibt auch ein Schriftzeichen. Wir sehen es hier unten im Bild. Sie können es vielleicht schwer erkennen, aber das ist auch dieser charakteristische Bogen, der so gewinkelt ist hier. Nicht? Und da sind dann so zwei Saiten angedeutet, pars pro toto. Möglicherweise hatten diese Instrumente auch mehr Saiten. Das Ganze hier, Bildzeichen der Harfe, Sie sehen es, Uruk, 4 Zeit um 3000 vor Christus, also auch in den frühesten schriftlichen Aufzeichnungen begegnet hier bereits dieses Zeichen für dieses Musikinstrument. Kommen wir nun noch mal zu sprechen auf diesen Fund, den ich Ihnen hier bereits vorgestellt hatte, als ich die Membranophone eingeführt hatte, also die Trommeln der Eiskogan Passerück II im ewigen Eis, da im Altaigebirge. Denn das eigentlich Spannendere, nicht Trommeln haben wir überall, können die überall voraussetzen. Das Interessante war nur im Falle von Passerück, dass diese Trommel ja aus Horn von einem Rind gefertigt war. Das spannendere Instrument ist hier aber dann tatsächlich eine Harfe. Nochmal zur Erinnerung, wir haben es hier zu tun mit einem Befund aus dem 5. Jahrhundert vor Christus. Und hier sehen wir nun, diese Harfe erhalten ist in jedem Fall der Resonanzkörper hier unten. Der ist aus Holz. Hinzu kommt dann noch dieser eine Steg, an dem hier die Saiten befestigt waren, der nun sehr solide hier verankert werden muss im Resonanzkörper, damit er auch die Spannung aushält, die die Saiten hier ausüben auf den ganzen Kasten. Und dann haben wir hier eine Decke, die ist offenbar aus Tierhaut gefertigt worden.
an der dann die Saiten einmünden. Das, was wir jetzt hier im oberen Bereich sehen, ist keineswegs eine erhaltene Saite, sondern ist einfach so, so wie das da in Russland im Museum jetzt im restaurierten Zustand aufbewahrt wird. Sie können sich vorstellen, dass diese Verstrebung hier unten sehr, sehr stabil sein muss, denn diese Saiten üben hier einen gewissen Druck aus auf das Instrument. Bo Lawgrain, ein berühmter Musikarchäologe, hat nun dieses Instrument hier auch nachgebaut. Hier sehen Sie diesen Nachbau von Lawgrain. Das Ganze hier auch in Einzelheiten. Wir sehen diese Flickstellen am Instrumentenkörper des Originals hier nachgeahmt. Und da nun sehen wir hier diesen Aufbau, also im Prinzip dieser Balken, an dem die Saiten befestigt wurden. Wie viele es waren, wissen wir gar nicht. Wir sehen jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5 Saiten dran befestigt, sondern wir haben hier nur die Decke des Klangkörpers unten. Und da kann man jetzt diese Löcher zählen, die erhalten sind, und kann das Ganze dann umrechnen auf die Fläche des Gesamtinstrumentes und kommt dann wahrscheinlich auf diese Fünferzahl. Sehr spannend ist, dass aus der Zeit des ersten Jahrhunderts vor Christus, also etwas in den ersten Jahrtausends vor Christus, also ungefähr etwas früher, 704 bis 681 BC, sehen wir hier, gibt es ein Relief aus Nimrud, was aufbewahrt wird im British Museum, wo wir nun hier verschiedene Musiker sehen, die unterschiedliche Instrumente spielen. Unter anderem hier aber ins Bild gesetzt nun Personen, die ganz eindeutig hier auch Harfen spielen. Denn wir sehen es hier unten, ist der Resonanzkörper, der liegt im Prinzip quer zu den Saiten. Deswegen wäre es im Prinzip eine Harfe und nicht etwa eine Leier oder eine Laute. Und interessant dann auch hier, sie greifen mit einer Hand rein in die Saiten, können dadurch auch möglicherweise verkürzen oder erlängen. Und interessanterweise in der rechten Hand halten sie ein kleines Stäbchen, sodass man hier vielleicht auch davon ausgehen kann, dass diese Saiten auch nicht nur angezupft, sondern möglicherweise auch geschlagen wurden. Und diese Instrumente entsprechen im Prinzip diesem Fund hier aus dem Pasaryk-Kurgan. Und tatsächlich von der Datierung her, ich sagte hier 5. Jahrhundert vor Christus, wäre dieser Pasaryk 2 Kurgan, und diese Darstellung hier ist ein Ticken älter, ungefähr 100, 160, 70 Jahre, also 704 bis 681 ist hier die Datierung. Hier noch Details von diesen Instrumenten. Hier oben konkret nochmal ein anderer Ausschnitt. Das ist auch eine andere Datierung. Möglicherweise ist es jetzt auch ein anderes Relief, weiß ich jetzt nicht so genau, wird aber auch im British Museum aufbewahrt. Hier Südwestpalast von Ninive. Sie sehen die Datierung 660 bis 650, also nochmal präziser. Und auch hier interessanterweise Stäbchen halten auf der einen Seite und in der anderen greift nun die Hand in diese Seiten. Was wir dann noch haben, sind solche großen Harfen, die wir hier unten ins Bild gesetzt sehen. Das ist dann sicherlich etwas anderes. Da haben wir dann so einen großen Korpus, auf den die Saiten aufgezogen wurden. Das könnte auch etwas anderes sein. Ja, abschließend noch zu den Harfen hier ein weiteres Beispiel aus Afrika, was ich sehr spannend finde. Das hat auch einen starken Bezug zu Tübingen. Ich habe dieses Instrument bis vor kurzem gar nicht gekannt und jetzt begegnet es mir sehr, sehr häufig. Zum einen gibt es hier in Stuttgart einen berühmten Kora-Spieler. Das sind diese sogenannten Stabharfen, die kommen größtenteils aus Westafrika. Die sind nun dadurch charakterisiert, dass wir hier das Prinzip der Harfe verdoppelt haben. Denn wir haben hier unten einen Steg, an dem zu beiden Seiten diese Saiten aufgespannt sind und dann hier interessant am Hals sind und diese Saiten befestigt. Und zum Stimmen ist es relativ kompliziert, muss man da diese Ringe hoch und runter ziehen. Dann, wenn Sie es gleich sehen, unten hängt eine große Kalebasse an diesem Instrument und da kommen so zwei Hörnchen raus. Und was sehr, sehr spannend ist von der Spieltechnik, wir haben im Prinzip nur vier Finger frei, um diese Saiten zu zupfen. Diese drei hinteren Finger, also der kleine Finger, der Ringfinger und der Mittelfinger, halten diese Stäbe fest und dann wird im Prinzip mit Daumen und mit Zeigefinger wechselseitig auf beiden Seiten diese Harfe gezupft. Also das Instrument heißt Kora, wie gesagt, und der Bezug zu Tübingen ist, dass hier mindestens zwei Straßenmusiker auch im Stadtbild unterwegs sind. Der eine steht da häufig so am Kinotunnel, nicht so vom Nonnenhaus, und der andere bewegt sich irgendwo anders da im Stadtgebiet.
und man sieht die mit so etwas kleineren Choren da musizieren. Es ist ein sehr schöner, zarter Klang und ich fand hier diesen Meister im Internet und will Ihnen dieses Beispiel nicht vorenthalten. Beeindruckend ist einfach auch diese Vielfalt der Saiteninstrumente in Afrika. Wir haben es gesehen von diesen einfachen Musikbögen dann zu solchen komplexen Instrumenten, die letztlich zeigen, dass da eine Parallelentwicklung ist zu dem, was wir in Eurasien haben, wo wir dann über die Hochkulturen natürlich diese Dinge auch in bildlichen Darstellungen haben. Und in Afrika ist das sicherlich vom Paläolithikum auch so weitergegangen und diese Harfen hier, diese doppelseitig bespielten, sind doch ein Zeugnis dafür, dass da an Parallelentwicklung sehr, sehr viel passiert ist und es hier auch zu eigenen Ausprägungen gekommen ist. Spannend ist, dass diese Instrumente jetzt natürlich gestimmt sind wie westliche Instrumente. Es ist die Frage, ob das schon immer so war oder ob da nicht auch traditionell andere Tonfolgen möglich waren. Vielleicht gibt es da Anpassungsvorgänge. Ich weiß es schlicht nicht. Aber um dieses Bild abzurunden, schauen wir uns hier noch weitere Instrumente an. Hier nun ein erster Fall von diesen Musikinstrumenten, die in diesen Bereich der lautenartigen oder leierartigen Instrumente gehören, die nun hier aber in Analogie zu europäischen Formen als Zithern bezeichnet werden. Das ist nun eine weitere, im Prinzip Spielart des Musikbogens. Anders als jetzt bei diesen Beispielen aus Uganda, wo wir dann Harfen haben, wo einfach ein Bogen mit mehreren Saiten bespannt wird, können wir natürlich den Bogen auch vervielfältigen und mehrere Bögen in Reihe schalten. Das Ganze einfügen hier in einen Schallkasten und dann hätten wir so eine Zither. Wir sehen hier verschiedene Beispiele quer über den afrikanischen Kontinent, die sich hier eigentlich in gar nichts weiter unterscheiden. Interessant ist dann auch immer, dass diese Stege hier, an denen die oder Bögen, an denen die Saiten befestigt werden, die sind sehr viel länger, sodass hier auch jeder Musiker dann im Prinzip eine individuelle Stimmung herstellen kann. Das Ganze, stelle ich mir vor, ist nicht so wahnsinnig stabil. Man fragt sich auch, ob das die Stimmung so hält
Und möglicherweise kann man hier auch vermuten, dass hier jede Kleinregion dann eine eigene Stimmung hat und diese Instrumente nicht so festgelegt sind. Die heißen dann auch Pluriarc und das heißt ja nichts anderes als mehrere Bögen einfach in Reihe geschaltet. Nicht, das wären so einfache Formen von Zithern, die wir hier als ethnologische Analogien haben. Ja, ein anderer Fall hier aus dem alten Orient, den ich Ihnen schon gezeigt hatte, ganz am Anfang mal, als es um die Rekonstruktion von Konrad Volk, des Tonsystems des alten Orients ging, sind diese berühmten Leiern aus dem Königsfriedhof von Ur. Dieser Fundplatz datiert in die Hälfte etwa des 3. Jahrtausends vor Christus. Diese Gräber sind ja sehr, sehr reich ausgestattet und hochinteressant sind nun diese Instrumentenfunde, wo nun hier die große Wertschätzung dieser Instrumente sich auch dadurch offenbart, dass hier sehr, sehr wertvolle Materialien verarbeitet wurden, diese Tierköpfe zum Teil in Gold gefasst sind, dann auch hier bildliche Darstellungen da sind von solchen Leierspielern. Interessanter Fall nun, dass wir das Instrument haben, was mit dem Instrument selbst verziert ist und dazwischen auch ein sehr wertvolles Material, was hier in der Frisur des Tieres und hier zum Ausfüllen der Zwischenräume verwendet wurde, Lapis Lazuli, also ein Halbedelstein, der nun aus Mittelasien hier kommt. Wir sehen es an diesen Leiern. Konrad Volk hat das im Prinzip rekonstruiert aufgrund der Lesart von einer Tontafel. Wir wissen, wie viele Seiten darauf waren, wie die gestimmt waren. Hier sehen wir den Stimmmechanismus oben, einfache Hölzchen, die so als Wirbel dienen, mit denen man diese Saiten auf- oder abspannen kann. Wenn wir nun in den Bereich der mittelmeerischen Kulturen kommen, hier klassisches Griechenland, da ist nur interessant, hier vom Akarnanischen Tor in Athen gibt es nun so einen Schildkrötenpanzer, der offenbar von Menschenhand manipuliert wurde. Wir sehen es hier, es gibt bestimmte Metallteile, die dazugehören, die nun so interpretiert werden, dass es hier um so eine Art Seitenhalter handelt, der hier dran befestigt war. Und in der Rekonstruktion hätten wir dann so etwas hier wie eine Lyra. Das ist ja die berühmte Geschichte von Hermes, der nun die Leier erfindet, die dann später dem Musengott Apoll natürlich zugeordnet wird, aber erfunden wird sie von Hermes, nicht, der nur die Schildkröte findet und dann aus dem Panzer dann so ein Instrument baut, was auch vieltausendfach natürlich in der Kunst immer wieder reproduziert wurde. Gerade eben diese Zuordnung zu den Musen ist ja doch sehr, sehr bekannt. Also eines der wichtigsten Darstellungsmotive überhaupt zum antiken Musizieren ist immer wieder Apoll mit der Leier. Hier sehen wir nun einmal so einen Fund im Original und das Ganze wird so rekonstruiert, diese aufgehenden Teile hier sind natürlich alle vergangen, weil sie offenbar aus organischen Materialien, wahrscheinlich Holz waren. Und hier unten an dieser Stelle ist zu erwarten, dass wir dann diesen Bogen haben hier, der zum Einhängen der Saiten unten dient, damit wir dort eine stabile Verbindung haben. Es gibt dann zuhauf natürlich bildliche Darstellungen. Fangen wir hier wieder an mit der Kykladenkunst, weil die einfach so wahnsinnig ergiebig ist. Auch hier wieder aus der Frühkykladisch-II-Zeit. 7200 bis 2400, einen Harfenspieler nun von der Insel Keros. Die charakteristischen Teile dieses Instrumentes sind wiedergegeben. Wir sehen hier unten, diese Verdickung zeichnet nun den Schallkörper ab, darauf dann der Bogen und die Saiten sind natürlich nicht dargestellt, weil einfach der Marmor das nicht hergibt. Dann gibt es eine Darstellung hier aus dem Norden Frankreichs, der in der Latenzeit datiert, so eine Stele. Auch in zeittypischer Manier hier diese Person dargestellt, so diese keltische Art, wie man nun Würdenträger darstellt, mit so einem Torquäs um den Hals, also dieser typische Halsschmuck hier. Und interessanterweise nun hier, diese Person hat hier offenbar, ja, wir wissen es nicht genau, es könnte sich um eine Harfe handeln, wenn die Saiten sozusagen hier an diesen Klangkörper befestigt sind. Wenn sie aber drüber gehen würden, parallel sozusagen zum ja, Instrumentenkorpus, dann wäre es im Falle eine Leier und würde dann anders zu verorten sein in der Systematik von Hornbostel und Sachs. Auch die Situlenkunst hat uns hier reich beschenkt mit solchen Leierspielern. Hier sehen wir mal so einen auf so einer Kline sitzen, hier einem Panflötenspieler gegenüber. Und hier ist nun interessant, dass die Details des Instrumentes sehr, sehr gut ausgearbeitet wurden, offenbar ein Instrument, was hier so verschiedene Knäufe aufweist.
Und wir sehen es auch, wie viele Saiten hier aufgespannt waren und dass diese Instrumente offenbar so beidseitig gezupft wurden.
Wintergattern mal wieder. Und zwar als Abschluss zum Kapitel der Musikinstrumente. Wir haben uns jetzt entlang gehangelt, entlang von Hornbostel und Sachs, der Systematik der Musikinstrumente. Ich hatte Ihnen vorgestellt die Idiophone, die Selbstklinger, die Membranophone, alles was mit Membranen bespannt ist und im Prinzip in diesem Bereich der Schlaginstrumente gehört, die mit Membranen bespannt sind. Dann natürlich die Aerophone von den freien Aerophonen über die eigentlichen Blasinstrumente und abschließend die Saiteninstrumente. Was jetzt noch fehlt, sind die elektroakustischen Instrumente und das ist jetzt hier einfach nur ein Ausblick. Viel wichtiger und zwar einleitend zu dem letzten Teil der Vorlesung, den ich Ihnen hier bringen will, ist aber dieses Gerät hier, diese sogenannte Music Box, weil die uns ein Prinzip zeigt von Aufzeichnungen von Musik, was ganz einfach verständlich ist. Wir haben hier einen Lochstreifen, der nun vorgibt, wann welches Plättchen hier angezupft wird in der Music Box und welchen Ton gibt. Und das Ganze läuft über einen Motor, gibt also sozusagen Zeit vor. Und ansonsten haben wir Tonhöhen, die dann dadurch kodiert sind in dem Lochstreifen, dass an bestimmter Stelle im Prinzip dieses Loch vorgegeben ist. Das wäre eine einfache Art, wie man Musik aufzeichnen kann und die dann eindeutig immer wieder reproduziert werden kann, wenn man nur ein Abspielgerät hat, mit dem diese Tonfolge im Prinzip abzuspielen ist. Die Frage ist, ab wann kann man sowas erwarten in der Prähistorie, quer durch die Kulturgeschichte? Wann ist es überhaupt notwendig, dass wir Musik aufzeichnen? Wie sieht das Ganze im archäologischen Befund aus? Dazu sind in der Diskussion gewesen auf jeden Fall immer schon diese reich dekorierten Tontrommeln des Neolithikums. Hier mal ein Beispiel der Salzmünder Gruppe aus dem Burgenlandkreis Zorbau. Nicht die charakteristischen Merkmale sind ja, dass diese Gefäße kann man sie nicht nennen, sondern diese keramischen Körper, die sind durchgängig, sie sind oben und unten offen und haben hier auch keinen Steg dazwischen, der irgendwie irgendwie ein Hindernis darstellen könnte. Also wir können keine Flüssigkeiten, keine Gegenstände reinlegen. Hier oben ist die Zierzone ausgespart, damit das Trommelfell aufgespannt werden kann. Und typischerweise sind sie hier innen im Fuß auch bespannt. Nicht bespannt, sondern verziert. Und zwar genauso wie diese afrikanischen hölzernen Trommeln. Weil wenn man die so unter den Arm klemmt, dann guckt man von der Gegenseite rein und da ist es dann verziert. Interessant ist nun, dass diese Ziermuster, die nun auf diesen Trommeln auftauchen, hier eine gewisse Regelmäßigkeit vorgeben. Es sind immer wieder die gleichen Symbole, Sonnensymbole, Kreuzsymbole, immer wieder dieser Kamm, dann dieser sogenannte Lebensbaum und dann kombinierte Zeichen hier, teilweise so handartige Zeichen. Und nicht verschiedene Wissenschaftler haben sich hier Gedanken gemacht, ob nicht diese Rhythmizität in der Angabe dieser Zeichen hier nicht auch so etwas wäre wie Notation. Ich weiß es nicht, ob es weltweit überhaupt Beispiele dafür gibt, dass Musik selber notiert ist auf den Instrumenten. Vielmehr würde man doch erwarten, dass es etwas Entkoppeltes ist, dass wir ein Medium haben, auf dem Musik aufgezeichnet ist, was man dem Musiker gegenüberstellen kann, wo er dann lesen kann. Und nicht, dass es auf dem Instrument selber drauf ist. Vielleicht gibt es Beispiele. Ich würde das für ein schlagendes Argument dagegen halten. Sehr, sehr häufig sind ja Musikinstrumente verziert und ich denke, in diesem Bereich dieser einfachen Verzierung von Musikinstrumenten gehört das hinein und so begründet sich, warum diese Trommeln nun ausgerechnet verziert sind und andere Gegenstände aus Keramik aus dem gleichen Zeithorizont und aus dem gleichen Kulturkreis nun gerade nicht. Spannend bleibt diese These dennoch, weil natürlich auch, wenn wir diese Gefäße herstellen, eine gewisse Rhythmizität da ist beim Töpfern selber. Nicht. Man könnte ja auch sowas was sich überlegen, dass der Töpfer, wenn er die Drehscheibe verwendet und ein Liedchen singt, dann irgendwie die Bewegung seiner Finger, irgendwie so, wie so eine Art Schallplatte, irgendwie hier seine Sprache abzeichnen würden. Allerdings natürlich sind da die technischen Möglichkeiten beschränkt und auch diese Aufzeichnung von Musik bräuchte ja doch etwas Sensibleres als Medium, um diese ganze Sache auf uns zu bringen. Etwas klarer dann bei den bildlichen Darstellungen wird es, wenn wir in die klassischen Hochkulturen des Mittelmeerraums schauen. Hier mal 5. Dynastie, Saqqara, der berühmte Friedhof, die Vorgängernekropole von Gizeh. Da hier nun dieses eine Wandbild, was wir schon mal gesehen hatten. Wir sehen hier nochmal eine Harfenistin
mit einem großen Instrument, hier ein Flötenspieler. Und dann interessant, hier in der Mitte verschiedene Gestalten, die nun so Handzeichen machen. Und da ist nun möglich, dass die irgendwie zählen, so, also dass das beispielsweise eine 3 wäre oder eben diese klassische arabische Art zu zählen, 1, 2, 3, 4 und so weiter nicht, dann wäre das im Falle hier die 1. Es ist aber auch erwogen worden, das steht hier dann, chironomische Handzeichen, frühe Form der Solmisation. Nicht, Sie kennen das wahrscheinlich noch von der musikalischen Früherziehung, nicht, dass man dann so diese Tonhöhen erhält, also verschiedene Zeichen hat, dann im Prinzip immer für diese unterschiedlichen Töne. Das ist hier im Falle diskutiert worden. Klarer wird es dann hier auf den Tontäfelchen, hier mal aus der Zeit 1400 vor Christus aus Ugarit. Da ist aufgezeichnet eine Hymne, also im Prinzip erstmal zunächst eine Prosaaufzeichnung hier auf eine Göttin. Es ist die Mondgöttin Nikal, die hier nun besungen wird. Und da hätten wir mal so einen Beleg dafür, dass so ein Textstück da ist, was uns im Prinzip für ein Lied hier die Grundlage liefert. Und das wäre nun auch die These, dass im Prinzip musikalische Aufzeichnung auch nicht älter sein kann als die Aufzeichnung von Wort. Im Prinzip mit der Erfindung der Schrift ist musikalische Aufzeichnung auch problemlos möglich. Und interessanterweise haben wir dann auch eindeutige Zeichen tatsächlich erst mit dieser Schrift. Wir sehen es hier in Ägypten, dann diese bildlichen Darstellungen und auch hier diese Tontafel, also sowohl die Erwähnung der Instrumente als auch die Aufzeichnung von Liedtexten. Und irgendwann war es dann auch zu erwarten, dass wir Tonhöhenbezeichnungen haben. Tatsächlich gibt es da aber evidente Belege erst aus der Zeit, kurz vor der Zeitenwende. Hier mal eine Stele von einem Saikilos aus Tralles, die nun nicht genau datiert werden kann. Es ist hier eine sehr grobe Spanne angegeben vom 2. Jahrhundert vor Christus bis zum 1. Jahrhundert nach Christus, wo nun ein Lied aufgezeichnet wurde. Und zwar interessanterweise nicht nur der Text dieses Liedes, sondern dazu auch hier oben mit Buchstaben angegeben dann bestimmte Akkordfolgen bzw. Tonhöhen, die nun hier uns erlauben, dass wir dann in unserer modernen Notation hier diese Melodie rekonstruieren können, dieses Liedes. Also wie Sie sehen, im Prinzip 3000 Jahre Schriftgeschichte sind schon um und erst dann begegnet hier nun so etwas auch im archäologischen Befund, dass wir ganz evident sehen, hier sind Tonhöhen tatsächlich aufgezeichnet worden. Insofern würde ich sagen, fürs prähistorische Europa ist es eher Schütter, was nun hier die Aufzeichnung von Musik anbelangt. Und man muss sich natürlich auch die Frage stellen, wozu ist das notwendig? In einer Zeit, wo wir auch literarische Überlieferungen rein mündlich haben, ist es wahrscheinlich, besteht überhaupt keine Notwendigkeit, dass man ein Lied, Melodie aufzeichnet. Und insofern würde ich auch keine Notation von Musik erwarten. Ja, was Sie hier hören, ist die Stalaktitenorgel in den Luray Caverns im Bundesstaat Virginia in den USA. Sie steht im Guinness Buch der Rekorde als größtes Musikinstrument der Welt. Der englische Musikarchäologe Ian Morley hat die These aufgestellt, dass ein Klangraum eine Komposition beeinflussen kann und andersherum die Konstruktion eines Klangraumes aber auch geprägt sein kann von der Art von Klängen, die man in diesem Gebäude erzielen möchte. Denken wir etwa an barocke Musikräume und hallige Kirchen, die für diese Räume konzipierten Musikstücke. In Zeiten weitgehend ohne aus Steine errichtete Architektur muss man sich einen natürlichen Ort suchen, um ein bestimmtes akustisches Ergebnis zu erzielen. Für die Menschen, deren Leben sich noch weit überwiegend im Freien abspielte, muss das akustische Erlebnis beim Betreten einer Höhle überwältigend gewesen sein. Entsprechend hat sich die musikarchäologische Forschung recht schnell den Höhlen zugewandt. Damit sind aber auch die Zeiten, in denen man die paläolithischen Bilderhöhlen ausschließlich in andächtigem Schweigen betrat, endgültig vorbei. Von den zahlreichen archäoakustischen Projekten möchte ich hier nur
auf einer Untersuchung von Jegor Resnikov in der Grotte Portel im Departement Ariège verweisen. Er konnte relativ überzeugend nachweisen, dass Abschnitte der Höhle mit hohem akustischem Potenzial, also langer Hall oder besonders viele Echos, mit bestimmten Bildmotiven dekoriert sind. Wir sehen das hier, einen Grundrissplan der Höhle. Hier sehen wir nun Jegor Resnikov, wie er hier durchmarschiert und dann im Prinzip hier verschiedene Echos oder dann bestimmte Töne, die dann so im Grundton hier besonders gut klingen, hier kartiert. Und das Ganze soll nun hier übereinstimmen mit verschiedenen Darstellungen von Tieren. Sie kennen das alle, wenn man in der Badewanne singt, da gibt es so einen bestimmten Ton, wo dann auch die Wände anfangen besonders gut zu klingen. Das ist das Prinzip, was er hier angewandt hat. Diese ganze Methodik ist natürlich ein bisschen begrenzt dadurch, dass wir nicht wissen, wie diese Räume tatsächlich im Paläolithikum geklungen haben. Bestimmte Partien in den Höhlen sind abgebrochen, andere haben sich verändert durch die Bildung von zusätzlichen Stalagmiten, Stalaktiten. Insofern ist das Ganze schwierig. Schauen wir mal in die Gegenden außerhalb der Höhlen. Da muss man sagen, dass die in ihrer Zahl überschaubaren, aus Steinen errichteten, geschlossenen Räume des prähistorischen Europa, soweit ich es übersehe, bereits alle archäoakustisch sondiert wurden. Nicht die Tempel auf Malta, dann diese Megalithanlagen im Norden und Nordwesten Europas. Die Ergebnisse sind allerdings durchweg wenig spektakulär. Die akustischen Messungen werden nun auch auf offene Geländefundplätze ausgedehnt. Und hier sehen Sie nun Bilder der archäoakustischen Untersuchung der Arbeitsgruppe um Stephen Weller an den Steinkreisen von Stonehenge in Südengland. Sie können sich vorstellen, wir bewegen uns in dieses Monument rein, singenderweise, und dann verändert sich der Klang einfach dadurch, dass diese Steine den Klang reflektieren. Und wenn wir rausgehen, ändert sich es auch. Das sind nun relativ triviale Phänomene, die zu beobachten sind. Diese Messungen an den Steinreihen von Carnac in Nordfrankreich haben auch sehr viel Aufsehen erregt. Allerdings muss man da wissen, dass da natürlich das 19. Jahrhundert mit seiner Restaurierungstätigkeit und der Wiederentdeckung dieser bretonischen Monumente sehr, sehr stark eingegriffen hat und wir schlicht nicht wissen, wie diese Landschaften in prähistorischer Zeit geklungen haben. Ja, abschließend möchte ich dann einen Blick auf die oder auf einige Aspekte der musikalischen Aufführungspraxis im prähistorischen Europa geben. Einige erschließen sich vergleichsweise gut, andere sind zwar erwarten, fehlen aber bislang. Aufgrund der universellen Bedeutung von Musik im menschlichen Leben wird seit der Frühzeit sicherlich auch eine Rolle der Kult gespielt haben. Es ist kaum vorstellbar, dass zeremonielle Handlungen in Grabesstille abgehalten werden. Einige Funde und bildliche Darstellungen, etwa der gesamte Bereich der Lure in der nordischen Bronzezeit, lassen sich zweifelsfrei auch heute noch am ehesten rituell interpretieren. Nicht dieses Grab von Kiwik, dann Schofarblasen, der Dionysos-Kult der Antike, das Geläut zum Gottesdienst in der orthodoxen Kirche oder auch bei unseren heutigen Kirchen. Und wenn Sie so wollen, rituell muss ja nicht unbedingt kultisch heißen, sondern kann auch so etwas sein wie einfach das Einschwören einer Mannschaft vor dem Beginn eines Fußballspiels. Und das ist ja hier mnemotechnisch auch total eingängig. Was sind die Stadien ohne Publikum? Ja, jetzt in Corona-Zeiten, es ist nicht das Gleiche. Im Grenzbereich zu den antiken Hochkulturen des Mittelmeerraumes treten dann Bilder auf, die möglicherweise musikalische Wettstreite wiedergeben. Dem könnte natürlich auch eine mythologische Erzählung zugrunde liegen. Ein Beispiel für eine mythologische Erzählung sehen Sie hier, diese berühmte Geschichte zwischen Marsyas und Apoll, die für den Marsyas nicht gut ausgeht. Hier hinten sehen wir ihn, er wird gehäutet, weil er unterliegt nun im Wettstreit mit Apoll. Er bläst in die Flöte rein. Apoll spielt auf der Leier. Zunächst obsiegt er, aber Apoll schlägt vor, hey, lass uns die Instrumente umdrehen. Auf der Leier kann er nach wie vor sehr, sehr gut spielen. Aber Marsyas versagt nun kläglich. Das Ganze eben Hybris, erhebe dich nicht über den Musengott. Und er erfährt hier seine gerechte Strafe. Was wir dann in der Situlenkunst haben, ich wies Sie darauf hin, ist immer wieder kanonisch dieses Gefäß in der Mitte, was möglicherweise ein Kampfpreis ist, also dieser musikalische Wettstreit, der Sieger erhält das Gefäß. Der Rabe hier könnte in Entsprechung zum antiken Mittelmeerraum für den Apoll stehen, da ist er ja mit diesem Gott verbunden. Und was wir dann hier sehen, ist aber auch so eine Art Gelage, nicht auf einer Kline sitzend, dann hier zwei Personen, der eine bläst in die Panflöte, der andere spielt auf der Leier. Musikalität und rhythmische Bewegungen sollen ja bis auf die Neandertalerzeit zurückgehen. Erinnern wir uns an das Mimetisch in Stephen Mytons
dieses Akronym hatte ich Ihnen erklärt. Entsprechend sollten irgendwann auch Darstellungen von Tanzenden zu erwarten sein. Akzeptiert man die recht deutlichen Darstellungen auf Bemaltkeramik des 5. Jahrtausends aus Ostanatolien und Nordmesopotamien, kann man vielleicht auch Joseph Garfinkel folgend in den geometrischen Mustern der Stichbandkeramik Darstellungen von Tanzenden erkennen. Noch schütterer stellt sich der Befund für den Zusammenhang von Schamanismus und Musik dar, der Musik der Hirten und allen Arten von Übergangsriten. All diese Aspekte sind im prähistorischen Europa sicherlich zu erwarten und so wurden auch immer wieder einzelne Funde in einen solchen Kontext gebracht. Goran Bregovics Orchester für Hochzeiten und Todesfälle fehlt nicht nur im archäologischen Befund, sondern stellt sich auch die Frage, ob wir es allein aus den archäologischen Funden jemals würden rekonstruieren können. Dass vergleichbare Ensembles schon in urgeschichtlicher Zeit existiert haben, steht meines Erachtens außer Frage. Nicht? Wir sehen hier nun so etwas, was hier immer wieder verbunden wird mit den Schamanen, diese Mischwesen zwischen Mensch und Tier, die nun auch charakterisiert sind durch diese Gehörne, die wir bei den sibirischen Schamanen antreffen. Und dann auch diese ganzen Rasseln und Glöckchen der Skythen oder hier aus dem Grab Gebrauch der Urnenfelderkultur, diese Vogelrasseln oder in der südosteuropäischen Kupferzeit. Das sind immer wieder mal so kleine Elemente, die wir hier erfassen, aus denen wir natürlich das ganze Ritual nicht rekonstruieren können. In den Zeiten vor der Schriftlichkeit kommt der mündlichen Überlieferung eine wichtige Rolle bei der Tradierung historischer Ereignisse, aber auch einfach für die Ermittlung von Traditionen und Wissen zu. Noch in historischer Zeit lassen sich zahlreiche Beispiele für die epische Dichtung aufzeigen. Die Milman Perry Collection of Oral Literature an der Harvard-Universität etwa beherbergt eine der größten Sammlungen von südslawischen epischen Gesängen. Sehr oft wurde epische Dichtung von Musik begleitet, die den Vortrag nicht nur untermalt, sondern auch als mnemotechnisches Hilfsmittel für den Vortragenden dient. Sie sehen hier nun Beispiele. Ich meine, ich habe noch eins mal hier, also diese beiden hier, Lekçele aus Albanien und dann hier dieser Mensch hier aus Kalpakistan, Karakalpakistan. Nicht? Und das sind nun Beispiele, wo die lange, teilweise über mehrere Tage, einen Heldengesang aufführen. Nicht? Die Musik dient da der Strukturierung des Vortrages. Das ist eben auch der Grund dafür, warum uns die bildlichen, die Aufzeichnungen von Musik fehlen. Denn man kann einfach so ein Stück dann auch immer wieder vortragen. Es stellt sich jedoch die Frage, ob sich im archäologischen Befund irgendwo Anzeichen für die Existenz solcher Sänger-Dichter finden lassen. Als Ausblick möchte ich hier das merowingische Grab eines Kriegers mit Leier aus Trossingen zeigen, dessen Sarg, und das ist das Spannende, nicht? Wir kommen in diese Zeiten rein hier mit der Dendrodatierung im Frühsommer des Jahres 580 nach Christus gezimmert wurde. Die Verbindung von Krieger und Saiteninstrument zeigt sich auch in einer ganzen Reihe von Stelen der frühen Eisenzeit, die im Süden der Iberischen Halbinsel gefunden wurden. Nicht? Immer wieder diese Verbindung, was wir auch gesehen hatten im Daueshort und jetzt hier in diesem Grab von Trossingen und diesen bildlichen Darstellungen, Waffendarstellungen und dazu ein Musikinstrument. Das ist etwas, was wir immer wieder erwarten können. Um nochmal auf Ian Morley zu sprechen zu kommen, seine ethnografischen Beobachtungen an Jäger-Sammlergesellschaften aus geografisch weit voneinander entfernt liegenden Regionen konnten zeigen, dass Musik in traditionellen Kulturen stets eine wichtige zeremonielle und soziale Bedeutung hat und das Musizieren eher eine gemeinschaftliche Aktivität als die Handlung einzelner Personen darstellt. Die meiste Musik wird von Tanz begleitet und findet somit in einem bestimmten Rahmen statt. In allen Kulturen wird aber auch gemeinschaftlich musiziert, weil es einfach Freude bereitet. Und das ist auch thematisiert in meinem Ausgangsvideo. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken beim Technikteam, nicht Klaus Klein und Christoph Regli und auch diverse andere Helfer, die jetzt da hinten sich so versammelt haben. Es hat mir unheimliche Freude bereitet. Und Ihnen wünsche ich alles Gute. Kommen Sie gut durch den Sommer. Und ich hoffe, dass wir uns in der einen oder anderen Form hoffentlich auch irgendwann im realen Raum wieder in der richtigen Universität treffen. Machen Sie es gut.